Das rote Trikot mit der 42. Gibbs Nadeau hat es in der Hand, als er auf den Rasen trabt und nicht am Leib. Heißt, auch heute wird es nichts mit der Startelf. Sein Trainer Marc Unterberger weiß um die Qualität des 16-Jährigen. 8-mal hat er in dieser Rückrunde Nadeau schon eingewechselt. 6.480 live dabei beim Duell der beiden Teams mit verbliebenen Mini-Mini-Mini-Chancen auf den Aufstieg. Beide haben 6 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Bayern zu Beginn die klar bessere Mannschaft. Markus Schwabel, der Kapitän, in der Mitte Matthias Fetsch und Mendl ist dran. Martin Mendl rettet mit dem linken Knie. Matthias Fetsch sieht den freien Raum, wird perfekt bedient. Nur aus dem Tor wird erstmal nichts. Fetsch, letzte Woche hat er zweistellig gestellt. 10. Saisontor gegen Lübeck. Dann mal Aue mit Bär. Vollert ohne Probleme, im Gegensatz zu Bär, der sich direkt nach dem Schuss an den Oberschenkel greift. Geht nicht mehr weiter beim Stürmer, der mit 13 Treffern der Top-Torjäger der Auer ist. Für ihn kommt Vukancic. Unterhaching dann schnell wieder im 16er der Auer. Keller gegen 3. Der Ball, er flippert von der Grundlinie zu Fetsch. Abgeblockt. Dann ist es Schifferl. Wieder der Block. Patrick Hopsch. Der Ball dann mal nicht geblockt, aber eben knapp daneben. 5 Minuten bis zur Pause. Marco Schikora gewinnt das Kopfballduell. Stefaniak will ran. Schwabel ist dran. Tashi steht im Weg und plötzlich hat Stefaniak den Ball zurück. 1-0 Aue, 40. Minute. Marvin Stefaniak, 7. Saisontor. Die Führung aus dem Nichts. Stefaniak nach dem Patzer von Schwabel lässig ins lange Eck. Das 1-0 auch der Stand zur Pause. Stefaniak glaubt an den Ball, glaubt an das Tor, läuft durch und verwandelt souverän. Die zweite Hälfte, sie hat eben begonnen. Vukancic, der Innenverteidiger mit dem Pass in die Tiefe. Lambi mit dem Patzer. Steffen Meuer 2-0, 46. Minute. 38 Sekunden nach Wiederanpfiff. Das zweite Tor für die Gastgeber. 2 Tore Aue und 2-mal hilft der Gegner ordentlich mit. Steffen Meuer dann lässig, souverän und abgezockt. Nach 62 Minuten Dreifachwechsel bei Haching, auch Gibbs Nadeau kommt. Bisher stand der 16-Jährige maximal 22 Minuten bei seinen Einwechslungen auf dem Feld. Heute schon mal eine halbe Stunde und wieder ein Tor. 5 Minuten nach seiner Einwechslung. Skalatidis sieht Nadeau, der frei vor Martin Mendl. Mendl verhindert das 2. Saisontor von Gibbs Nadeau. Nur eine Minute später. Welzmüller luchst Pepic den Ball ab, schiebt weiter hinüber auf Maschigo. Maschigo sieht Aaron Keller starten, der ist längst vorbei. Andanov, Keller und ein Kanzer. Steffen Kanzer mit dem Eigentor. 69. Minute, nur noch 2-1. Toller Angriff über die linke Seite und dann rutscht ein Kanzer da rein. Haching danach mit Chancen auf den Ausgleich. Es bleibt aber beim 2-1. Haben den Anschlusstreffer gemacht, haben dann noch gute Chancen gehabt, einen Ausgleich zu erzielen. Waren eigentlich drauf und dran. Deswegen ist es ein bisschen ärgerlich für uns heute, dass wir mit leeren Händen heimfahren. Das ist ja jetzt nicht mehr so viel. Es sind nur ein paar Spiele, die wir noch haben. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt weiter punkten, vielleicht können wir noch ein bisschen ankuppeln an die Plätze oben und mal schauen, ob irgendwelche Überraschungen wir machen können. Ein 2-1-Sieg, der in Aue das hauchzarte Fünkchen Hoffnung auf Liga 2 wieder ein klein wenig heller scheinen lässt.